ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Heute zeige ich euch, was man mit unserem Püree-Wunder noch machen kann. Nicht nur, dass man Kartoffelpüree machen kann, Brokkoli-Püree oder Karottenpüree. Ich zeige euch, wie man heute ganz toll Spaghetti-Eis damit machen kann. Einfach den Püree-Aufsatz nehmen. Ich gebe dir einfach Vanilleeis hinein. Drücke es durch. Und dann habe ich ganz tolle Spaghetti-Eis. So. Hoppla. Wichtig ist, dass bei unserem Püree-Meister bitte eine glatte Unterfläche nehmt, sonst hält der Stampfuß nicht, so wie bei mir jetzt. So. Ups. Jetzt habt ihr tolle Spaghetti. Jetzt könnt ihr zum Beispiel eine Himbeersoße drauf geben und noch Schokoflocken. Dann schaut es auch so wie Spaghetti Carbonara zum Beispiel. Ihr könntet auch zum Beispiel einen Bratapfel dazugeben, würde auch ganz lecker schmecken. Natürlich sind die Fantasie unbegrenzt. Man kann auch Zimteis nehmen. Man kann Zimt und Zucker drüber streuen, man kann es zu Palatschinken dazugeben, also überall, wo man es gerne hätte. Ich wünsche natürlich gutes Gelingen und guten Appetit.